Hallo Hallo Leute. Leute, herzlich willkommen bei Kochlust. Und mir hat der liebe Alfred was geschrieben. Und zwar hat der Alfred geschrieben, ja, dann müssen wir uns bedanken, hat mir ein super Rezept geschickt. Er liebt so gerne die Pomeranzen. Ich wusste, dass du es nicht da merkst. Die böhmischen Livanzen, ja? Böhmische Livanzen? Ja, das kommt. Ja, dann hast du es mir aber die ganze Woche falsch gesagt. Nein. Das Gericht kommt vom Böhmen, ja? Wer es nicht kennt, Musik, gute Musik, hört euch mal an, den böhmischen Traum, eins meiner Lieblingslieder und vom DJ Ötzi, der hat die beste Version davon, absolut. Oh mein Gott. Wir haben das noch nie gegessen, es klingt ein bisschen wie Pancakes, oder? Ja. So hoch auf, aber es klingt sehr lecker. Wir freuen uns und wir probieren das aus. Danke Alfred für dieses Rezept und dazu müssen wir erstmal jetzt den Teig vorbereiten. Ja? Dann machen wir mal, ich gehe die Milch wärmen. Ja. Ja. Ja, macht das hier in unserem Milchwärmer. Immer noch, wir haben auch ein Video dazu, zu unserem Milchwärmer. Ich verlinke euch das mal. Wenn man Kinder hat, das Beste, was man sich kaufen kann, glaubt's mir. Oder wenn man gern Kakao trinkt. So, Milch arbeitet. Die Milch geht. Dann brauchen wir Hefe. Ja, 10 Gramm. Wir haben uns nicht irgendeine Hefe gekauft. Sondern die Bio. Die Bio-Hefe. So, warte, ich hole ein Tellerchen. Da tue ich mal noch nicht jetzt drauf. So. Ich brauche keine Waage. Na, das habe ich nie noch nicht gebraucht. 10 genau höher geschnitten in einmal. Wie viel brauche ich denn? 10. Und der Würfel hat? 45 Gramm. Ja, dann brauche ich keine Waage. Ja, ja, jetzt schauen wir mal. 12, schau. Ja, ein bisschen wirst du wissen. Man sagt immer ein bisschen, was ist für ein Koch noch. So. Aha. Aber ich habe es genauer gemacht. Ja, ja, du bist wieder mal die Supergute. Wie viel Grad hast du denn die Milch erwärmt? Ja, hier 40. Ja, das passt. Lauwarm, hast du gesagt. So. Die Milch in die Schüssel. Jetzt kommt die Hefe in die Schüssel und wird hier aufgelöst. Darf ich? So. Ja. Nein, dein Teil kommt jetzt, weil du tust das so gern. Du tust das Mehl reinsieben. Ah. Ja, gell? Weil du nie sieben tust. Ja, ich hasse sieben. Ja, ich warte, aber ja, erst müssen wir noch erst mal auflösen hier. Die Hefe soll sich auflösen, ja. Ich rieche Hefe gern, schmeckt wie so ein Hefebier. Wie das Dampfel, sagt man nur nicht Dampfel. Ja, 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 das nennt man Dampfel, ja. Ja. Und vom Hefebier kriegt man auch einen Dampfel, ja. Das passt genau, ja. So, jetzt lasse ich dich hier reinsieben und unterrühren. Und dazwischen muss ich den Butter schmelzen. Willst du mich verarschen? Na, schau lein hoch, 10 Gramm ist gestanden. Ich habe selber gesagt, das glaube ich nicht ganz. Okay. Aber lese lein einmal noch. Nein, nein, ich glaube dir, ja, aber da brauchen wir eine Pfanne und ein Töpfchen. Aber ich glaube, wenn ich den hier in diesen Topf schmelze, bleibt nichts mehr übrig. Den findet man immer danach. Ihr lest gescheiter nochmal noch, nicht dass ich oft wieder Schuld habe. Dass ich lese lieber nochmal nach. Ja. Okay, jetzt ist das Ei zu trennen. Ich glaube, Ei trennen ist gescheiter, wenn ich es tue, oder? Nein, du bin ich Profi. Ja, 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 ja. Ich kann drei Eier getrennt kämmer. Nein, ich bin Profi. Obwohl, das letzte Mal war schön. Oh, hat zu mir einen Scheiß gebaut. Ja, schau. Wer ist da der Pfuscher in der Küche? So. Ja, das ist aber auch ein schwieriges Ei, was ich hier habe. Es gibt ja solche Eier und solche Eier, ja? Ja, so. Das Hammer. Wo hast du nur das Hangerl? Boah, ich freue mich auf das Rezept. Und dazu gibt es dann Hammer so Zwetschgen dazu. Uiuiuiui. Das ist echt super. Für dieses Rezept gibt es eine eigene. Wie heißt das nochmal? Pomeranzen? Ja, böhmische Pomeranzen. Livanzen. Livanzen. Schau, du ganze Woche sagst du mir falsch. Es gibt eine Livanzenpfanne, aber wir haben keine, wir basteln eine. Ja? Also wir basteln jetzt nicht mit Holz und Papier. Ich habe eine gute Idee, was wir da machen. So. So, und jetzt kommt da noch die Zitrone ein. Ja, den Abrieb, ja, tust du rein. Und dann kommt eine Vanilleschote. Ich habe jetzt keine Vanilleschote gekauft, hat einen Grund, hey, 6 Euro. Wir haben hier noch ein bisschen Vanilleschote. Zum Streuen, ja. Das hat man gerade zu Hause. So, wir machen das so. Ist geriebene Vanilleschote. Boah, das sieht richtig gut aus. Oh! Ich tue ein bisschen mehr rein, oder? Das ist sehr lecker.
So, der Butter ist auch schon geschmolzen. Warte, dann machen wir mal ein schönes Foto. Das sieht ja echt super aus. Oder ein Video. Besser Video, immer Video. Die mal da weg, deine Bratzlein. Ja, Bratzlein. Sag schön. Ja, soll ich sagen Bratzen? Ja, ich hab Bratzen. Ja, stimmt. Da war ich nicht einmal beleidigt. So, jetzt die Butter da, die müssen wir jetzt irgendwie auskrallen. Ah. So, das ist leider wertig. Das ist nur wert, dass wir jetzt müssen die Pfanne putzen. Hoi, 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 hoi. Da steht gleich halb, aber ich tue du. Natürlich ein bisschen mehr, wir möchten das ja zitronig. So. Das hebt das jetzt rein. Also das kennt man eben nicht. Bei den Pancakes, was wir manchmal machen, ist weder Zitrone drin, noch Vanille. Und das ist, macht das jetzt hier sehr geil. Ja. Und auch die Hefe haben wir da nicht drin. Ja. Da machen wir nur ein bisschen Backpulver. Was ist jetzt alles drin? Und was ist mit Eigelb? Eigelb? Ja, das kommt dann auch da rein. Ja. Na, weißt du noch, wo du am Leppes gekocht hast und nachher hast du dann noch das Wichtigste daneben vergessen. Na, was war das? Also meine Unfälle in der Küche vergissest du nie, gell? Nein, ich war der Trottel. Tiroler Knädel gemacht und dann habe ich alles schon fertig gemacht und dann liegt da hinten der Schnittlauch. Du musst die alles nochmal zusammen machen. Ach, katastrophal. So kann es einem passieren. So, Schatz, du hast einen vierten Arm. Ja, selber ja, oft einmal voll gewaltig. Woll, hättest du gern vier Arme? Ja. Ich hätte mich überhaupt gern, wenn es einen Kopierer gäbe. Ja, dann würde ich dich einen Teil von mir immer arbeiten schicken und den anderen hier auf der Couch. Ja, das wäre ja bequem. Ja. Ja, da gäbe es sicher ein paar coole Sachen, was ich mir auch vorstellen könnte, wo ich mich freuen würde, wenn du vier hättest. So, und jetzt hast du den Teig schon gemacht. Wir haben Stufe 1 von 2 erreicht. Jetzt kommt ein Hangar drüber. Ich habe ein sauberes. Warte, ich hole ein schönes. Das kann ich ja gar nicht mit ansehen. Ein schönes? Ja, wie mit einem Foto von dir drauf. Ja? Ja, dann ist es wirklich schön. Also wir nehmen einfach, das ist ja okay, nehmen wir, das ist wirklich ein bisschen alt. Und dann kommt das Hangar drüber, dann wird das Ganze eine Stunde gehen gelassen, damit die Hefe ein bisschen arbeitet. Die muss jetzt erst wirken. Und dann machen wir den Teig noch, wird dann noch ein bisschen vollendet und dann braten wir sie raus, diese Libanzen. Das ist so. So, ja, das machst du drüber. Ich stelle die Uhr und wir sehen uns in einer Stunde. One hour. Yes, one hour, oder? Auf Französisch? Keine Ahnung. Moment, ich schaue schnell nach. Öre. Bis später. Öre. Französisch. Ah, meine Gedenken. So, die Stunde ist um und ich musste hier gerade schlagen wie ein wilder Bär. Ja, ich hätte es schon gemacht. Ja, warum? Weil unser meine Mixer Frau tot den ist. Mixer kaputt gemacht. Nein, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Wir haben zwar noch eine Küchenmaschine, die funktioniert, aber wegen einem Eiweiß. Das muss nicht sein. So. So, dann räumen wir sehen uns hier den Teig an. Moment, Schatz, ich mache hier Zauberer. Achtung. Warte, wie will das sehen? Ich tue mir das nochmal schnell da ein. Okay. So. Jawohl. Unglaublich. Das, wie hast du gesagt? Ah, warte, ich hole das Handy. Ja, aber du hast ja gesagt, vorher, nachher machen. Das ja, hätte ich sollt, hätte sollen wären. Jetzt ist es, wie es ist, nicht? Und hier ist unsere Pomeranzenpfanne. Er zog es auch schon. Libanzen. Libanzen. Ist ja wohl irgendwas mit Wanzen. Also da merkt euch irgendwie, was beißt. Libanzen. Wenn es beißt, dann sind es die Wanzen. So. Die haben wir uns jetzt einfach so gemacht. Aber ich glaube, das kann man auch so reintun. Das braucht kein Mensch. Wir haben es, deswegen probieren wir es. So, okay, let's go. Wir starten die Pfanne. Öl. Hol mal Butter, nicht Öl, Butter. Ah, Butterbrauch. Ja, 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 ja. Also original hier wieder Butterschmalz in den Rezept. Wie gesagt, ich kaufe nie Butterschmalz, mir ist das einfach zu teuer. Das ist, natürlich ist das gut, gell, natürlich. Aber hey, diese Preise, das ist nicht normal. Obwohl, Butter ist auch nicht mehr billig. Was kostet du denn? Ich bin ein Sparerfuhr. Ich krieg jetzt aber kalt, ich hab Hunger. Ich warm dich. Nein, ich hab Hunger. Ach so. Deswegen krieg ich kalt. Schau mal, wie der schon zittert. Warte schon weiter. So. Ein bisschen, rein. Bisschen Butter in die Pfanne hier. So. Jetzt wäre vielleicht nicht schlecht, die hier auch ein bisschen so einbuttern, hä? Ja, die braucht man ja nicht, Kind. Ja, bis die Butter schmelzt. Schau, schnapp dir ein Butterstückchen und du ihr ein bisschen. Boah, bloße Butter, ha? Ja, meine Schwester hat das mal.
Die mag bloße Butter, gell? Nein, hat mal in eine Butter reingebissen als das Kind. Und seitdem mag sie keine Butter mehr. Mach du was runter, sonst ist hier alles fertig. Sonst mischst du wieder so viel Putzen, Schatz. So. So will ich nicht, dass du überall putzen musst. Ja, no, was ist da jetzt der Unterschied? Ob das Brettl fettig ist oder das andere Brettl fettig ist? Also wirklich. Hier kommt also dein Hirn. Da kommt Platz gleich her. Na, mein Gott, bin ich ein Esel. Ach, na brutal. Jetzt ohne halt zwei Bretter zu putzen, weil du schon fertig ist. Genial. So. Schau ich da ein, da man nichts verschwendet. Ja, ich auch. Also wir machen jetzt, also einmal machen wir es genau wie nach dem Rezept. Und zwar mit solchen Formen oder die Pomeranzenpfanne. Ja, ist ja wurscht. Anbraten, umdrehen und dann kommt es für 5 Minuten nochmal in den Ofen. Schau, das zum ist Ziehen. Wie ein Vulkan da in der Pfanne. Zum Ziehen. Und dann machen wir es einfach mal auf die einfache Art zum Schauen, ohne den in die Pfanne, ohne Backofen, einfach mit umdrehen. So. Wir schwenkeln den Butter. Na, du musst in die Gänge richten. So, jetzt nimmst du das Schüssel da, ein Schöpferl und dann schöpfst du rein. Das darfst du was machen. Was ist das da? Na, das ist viel, oder? Na, tu das gleich nicht. Du selber, he. So. Boah! Na, du bist mal einer, he. Da, dann film du mal, bitte. Ja, bitte, ich film. Du, filmst schon, passt gleich heben. Ja. Ist doch kein Problem, dieses Ding da. Nein, ein Eischnee unterheben. Nein, jetzt haben wir Stress. Ach, du bist mal einer. Ja, du hast da. Ja, das müssen wir... So gefoppet. Ja. So, warte, die Tür noch mal da. Nein, warte, lass gleich. Ich bin's gleich. Lass gleich gehen. Wo ist denn der Gummischädel? Was denn, Frau Gummischädel? Da, der Gummihund. So, mach das mal da ordentlich. So, das Eiweiß ist ein bisschen klebrig geworden, weil da ist ja Zucker drin und Salz. Zucker und Salz. Aber gehört, dass sie aufdenkt. Schatz, hast du aber du stell dir vor, jetzt hat man es vergessen, auf was zuerst gegangen, wie mit den Knödelsen, weißt du noch? Unterheben, nicht einrieren. Ja, ja. Na, jetzt wohl wieder. Jetzt wieder gescheit. Ach, du, aber das schmeckt so gut. Keine Ahnung, warum das so gut schmeckt. Ist das die Kombination? Ja, auch weil wir schon extrem Hunger haben, da schmeckt alles gut. Zwischen Zitrone... Wahrscheinlich Hefe, Zitrone. Jetzt hast du dir die Pfanne wieder weg. Ja, weil du gesagt hast, du kriegst jetzt Stress. Mein Gott, man kann dir auch gar nichts recht machen hier. Nein, das machst du eh gut. Filmen, Pfanne auf die Seite, so. Dich ein bisschen nerven. So, also und jetzt tue ich da aber ein. Allzu viel tue ich gar nicht ein. Ich weiß auch das nicht, wie hoch auch. Das wird. Nein, eben, ich hätte es ja ganz hoch gemacht, gell? Aber ich habe mir jetzt einmal ein paar Fotos angeschaut. Das Ganze ist nicht hoch. Leider. Schade. Ich hätte es so richtig wie ein Kopfpolster, hätte ich das gerne gehabt. Der Teig sieht ein bisschen wenig aus. Ich dachte so, mir. Für wie viele Portionen ist denn das hier? Für wie viele Libanzen? Den brauchen wir jetzt gleich auf. Ob können wir aber nicht mehr das Ding machen, Schatz. Jetzt rede ich schon. Dann können wir nicht mehr unser Ding machen, Schatz, weißt du? Einfach in der Pfanne, ohne Backofen. Ah, ja. Weil ich, meiner Meinung nach, diese Backofenphase, die können wir uns sparen. Wenn man das umdreht in der Pfanne, das zieht genauso nach. Aber, keine Ahnung, der Alfred hat mir dieses Rezept geschickt, da ist das mit Backofen und ich möchte hier nicht der Rezeptfrevler sein. Und darum machen wir es so. So. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, lassen wir es kurz ein paar Minuten ziehen. Das können wir zu Ende wegtun. Da passiert dann immer viel. Wir drehen es dann um. Aber, das sind eigentlich Edelstahlringe. Hey, die haben irgendwann einmal irgendwo gekauft bei Amazon. Wenn ihr die mal seht, schnappt zu. Das ist echt super zu empfehlen. Zum Dessert machen oder sonst was machen. Dann oben ist so ein Ding, wo du es kannst rausdrücken. Die benutze ich so oft. Das ist echt zu empfehlen. Das sieht wunderschön aus, das Ganze. Da kannst du ein Toastbrot, stichst das aus, um ein bisschen... Was tust denn du da? Ja, alles daneben. Ach, meine Güte, du. Aber ich muss ja eh das Brettl schon waschen wegen deiner Pfuscherei hier. Ja. So,
So, das lassen wir noch ein bisschen ziehen. Wahrscheinlich geht es im Backofen, dass es nicht zu lange in der Pfanne ist, damit es nicht schwarz wird unten. Ja? Achtung. Und original kommt dann Bovidel dazu. Wir haben Zwetschgenröster, ist ungefähr so ähnlich, nicht so süß. So. Und natürlich das Wichtigste, Creme Fraiche kommt dazu. So, hier haben wir dann unser... Schatz, soll man am Lars umdrehen? Nein, wir stehen nicht so ins Backrohr geben. Na, einmal umdrehen. Nein, noch nicht. Ja, noch nicht. Ja, aber, das zerfällt. Du bist wieder so nervös. Ja. Also man merkt, hey, wir haben jetzt beide einen Hunger aus wie Gustl. Ja, ja, von der Farbe schon super. Super wird das. Super, super. Oh, das wird top, 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 top. Ja, du bist hier der Ungeduldige. Ja, aber das ist schon ein bisschen Hunger und ist jetzt Creme Fraiche. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hm, ich liebe Creme Fraiche. Ich trinke noch ein Zitronenwasser. Jetzt bin ich wieder der ungesunde Schwein, wo es Creme Fraiche ist. Und die Gesunde hier mit dem Zitronenwasser. I'm in shape. Ich habe heute schon eine Orange gegessen. Okay, so Schatz, ich drehe jetzt einmal durch. Und rum. Der Ring wird heiß. Ja, das ist ja Chlor, ist ja Edelstahl. Ah. Na, brutal. Scheiße. Na, was duschen. Ja, ein Scheiß, du. Ich wollte es heben, aber das ist ja bummelweich. Na. Schatz, lass mich das machen. Die kommen einfach nicht so. Nein. Ah ja, mit dem Kuchelhansch. So, jetzt müssen wir uns Schleinde Herrn Braun. Schatz, Schleinde. Was ist denn mit dir? Das ist so heiß. Nein, also bitte. Ja, du hast ja Hangerli nicht. Ja, nein. Du musst die Ringe draußen. Das pickt ja alles un. Deswegen haben wir das hier. So. Du hast Hangerli für die Normal verbrennst. Nein, will ich da noch. Deswegen, glaube ich, haben die Leute eine Levanzenpfanne, damit das natürlich nicht passiert. Achso, nein, jetzt müssen wir es in den Ofen tun. Ja, müssen wir nicht einen Ring noch tun. Ja, ja, logisch. Warte. Ja. Ja, so ist natürlich locker lässig, gell, mit Hans, ja. Da hat die Frau leicht lächeln. So. Und jetzt tun wir das Ganze in den Ofen. Für 5 Minuten und dann ist es fertig. Dabei räume ich das weg. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten. Won't you let me dream that you're mine again for just one dance. So, die 5 Minuten sind um. Und ich hole jetzt die Pfanne heraus. Hast du wohl einen Handschuh? Ja, ich brauche keinen Handschuh, ich habe den super Griff. Schaut sie mal an, du. Solche Prachtteile. Das ist natürlich Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Soll ich ein Foto von dir machen? Mit deinen Livanzen. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Wir haben jetzt hier rausgebracht, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich glaube, original sind sie ein kleines Stückchen dünner. Da macht man vielleicht 10 Stück aus dem Ding. Wir nehmen uns mal das Schönste raus hier, oder? Schau mal, wie die unten auch schön sind jetzt. Aber so schön. Das hast du schön gemacht, ja. Du musst dich immer riecht so selbst loben. Ja, aber das ist ja, schau mal das an. Ja, aber hier hast du roten Teller nicht schön gewählt. Nein, der rote Teller ist scheiße. Ja. Hol einen anderen Teller. Boah, und wie das riecht. Uiuiui, ich bin gespannt. Also richtig gespannt bin ich jetzt. Na, also am blauen Teller, bitte. Ja, was ist schön? Ja, okay, mach mal blau. Ah, das ist meine Lieblingsfarbe hier. So.
Jetzt den Zwetschgenröster. Ich glaube, normal streicht man das drauf. Wir tun es mal daneben, oder Schatz? Ja. Tun wir es mal daneben ein bisschen. Und ich tue dann die Creme fraiche. Schau, ich mache das mit Liebe, du wieder. Ich mache auch mit Liebe. Das ist noch so ein klatschendes Liebesgeräusch. Jetzt müssen wir da noch das Dings drüber tun. Zimt und... Warte mal, Schatz. Warte mal. So. Warte mal, ich mach da noch mal mehr. Ja, jetzt lass mal kosten hier. Ich verhungere schon fast. So, aber jetzt hier. Bis du jetzt mal hier Fotos essen. Gemacht hast, ist das Essen kalt. Total. Ich stech da mal rein. Schauen wir mal, wie das da innen ist. Ah, riechen tut's lecker. Jetzt muss ich mal ohne Soße. Das ist schön fluffig. Ich muss das auch ohne Soße. Mmh. Mmh. Gurke, zitronig. Zitrone. Ich kenne überhaupt nicht das, was ich dachte. Das ist mehr so wie so ein Palatschinken, nicht? Es ist. Boah, wie kann man denn das beschreiben, Schatz? Ja. Mmh. 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 Heiliger Hirsch. Man, das Creme fraiche und das Ding ist ja super. Ja, wie kann man das beschreiben? Es hat ein bisschen Pfannkuchen, aber auch so ein ganz 0,3% Brot. Brotig. Na wohl. Oder knödlig. Oder knödlig. Oder, es ist unbeschreiblich. Das ist unglaublich. Mmh. Das ist Aschtrein. Mmh. Danke für das Rezept, voll lecker. Hey, super, Alfred, vielen Dank für den Tipp. Und so einfach und schnell gemacht eigentlich. Vielleicht haben wir ja noch ein paar irgendwelche Rezeptideen. Du musst halt eine Stunde warten, ja, mit dem, bis es geht. Aber du hast nicht viel Arbeit gemacht. Ja. Kannst du daneben, kann ja, zum Beispiel meine Frau kann ja immer schön was machen dabei. Mmh. Super, super gut. Richtig lecker. Ja, vielleicht weiß ja noch ein paar so leckere Rezepte. Falls jemand irgendein Rezept hat, schreibt es uns. Oder Munch, was wir mal kochen. Und ich habe gelesen, dass hier diese Böhmen, wo immer auch Böhmen ist, ich weiß es nicht mal, ich bin hier in Deutschland. Ach so, ich dachte in Ungarn. Ist das nicht ungarisch? Ungarisch-böhmisch? Ist ja egal. Auf alle Fälle. Ja, keine Ahnung. Dass man da hier vor, also erst eine Suppe isst, eine richtig deftige Suppe oder so, und dann essen sie das dann, also danach oder so zum Kraut oder so dazu oder zu Bohnen oder etwas. Aber es ist unglaublich geil. Ja, ist ja eine Nachspeise, oder? Denke ich. Eine Süßspeise. Das ist das, ja, das kann man auch Süßspeise. Verstehe, Kaiserschmarrn kann man ja auch Süßspeise aufspeisen. Ach, ich verplapper mich schon wieder. Dann haben wir jetzt wieder so ewig. Das ist super gut. Mal, dann gehen wir jetzt die Jungs den rein, die werden ausflippen. Oder wir essen sie selbst. Und ich koche den Jungs was anders. Ja, es ist volle Güte. Mm. Wer das nicht kennt, probiert es mal aus. Unbedingt. Und wer die Ringe nicht hat, geht jetzt nicht los und, oh, ich habe eine Ringe. Auch tut da einfach einen Klecksel rein, dann ist es halt nicht hier schön rund, dann verläuft es ein bisschen, aber... Dann habt ihr auch nicht die Verbrennungsdesaster von meinem Mann. Nö, es geht mir gut, es geht mir gut. Keine Sorge, Leute. Okay, Leute. Tschüss. Ciao. Aber eins mögen wir wohl noch essen, oder? Ja, sicher. Ach so, und eins nicht vergessen. Alle anderen machen das immer in ihren Videos. Jetzt müssen wir es auch mal machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Einen Daumen nach oben. Boah, das ist so geil. Mmh. Mmh. Unglaublich, ha? Mmh. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte mir das nicht so gut vorgestellt. Unglaublich. Das ist gut. Mmh. Wo ist der?